Dieses Leitungsgewirr in Bayern soll mit dafür sorgen, dass deutsche Verbraucher im Winter nicht frieren müssen. In der unterirdischen Gasspeicheranlage Bierwang zwischen München und der österreichischen Grenze füllt das Unternehmen Uniper derzeit den Speicher für die kommende Heizsaison auf, wie jeden Sommer. Doch dieses Jahr liegt auf den Gasspeichern in Deutschland ein besonderes Augenmerk, denn Politiker fürchten, dass im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Moskau Europa den Gashahn zudrehen könnte. Das Gas für Deutschland kommt aus vielen verschiedenen Quellen: Russland, LNG-Importe, grenzüberschreitende Importe. Wir wissen also nicht, woher das Gas kommt, aber im Moment kommt, wie Sie wissen, eine Menge Gas für Deutschland aus Russland. Der Anteil von russischem Gas in Deutschland hat zwar schon abgenommen, aber er liegt immer noch bei etwa einem Drittel. Bundesweit gibt es mehrere Gasspeicher. Etwa zur Hälfte seien sie derzeit gefüllt, heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Das sei gut, aber nicht ausreichend. Die Speichertätigkeit müsse vorangetrieben werden. Unter anderem sind derzeit Gaslieferungen aus Russland durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 gedrosselt. Entscheidend ist, dass Gas am Markt verfügbar ist, um es auch in die Speicher einzuspeichern. Ganz wesentlich und vor allem auch für den nächsten Winter, ganz wesentlich ist, dass auch die Gaslieferungen aus Russland normal stattfinden. Sollte es hier zu Unterbrechungen kommen, dann wird es auch schwer möglich sein, diese Füllstandsziele zu erreichen. Ein im Frühling verabschiedetes Gesetz gibt vor, dass die Speicher bis Anfang November zu 90% gefüllt sein müssen. Ob dieses Ziel erreicht wird, muss sich zeigen.